Hi, ihr seht, drehe ich dieses Video hochprofessionell mit der Handykamera. Das liegt daran, weil es doch alles anders gekommen ist, als wir dachten und ich mich gerade hier auf einem kleinen Steg befinde. Und zwar gehört er zu unserer Airbnb-Wohnung. Und ich hatte dieses Video eigentlich schon professionell mit der Kamera gedreht. Vor ungefähr 2 Wochen, als wir gesagt bekommen haben, dass wir in unser Haus einziehen können. Aber dann ist jetzt doch alles anders gekommen und wir mussten jetzt zwischenzeitlich noch in eine Airbnb-Wohnung und mussten unsere ganzen Sachen einlagern. Das waren die stressigsten Tage, die wir überhaupt hatten. Ich glaube, die stressigsten 2 Wochen, die wir überhaupt je hatten. Und die Kamera inklusive Akku und Speicherkarte ist natürlich eingelagert. Das heißt, ich kann das Video jetzt gerade nicht schneiden und online stellen. Und es ist ja auch nicht mehr aktuell, weil ich darin erzähle, dass wir jetzt in den nächsten Tagen umziehen. Also habe ich mich gerade spontan entschlossen, das einfach hier mit dem Handy aufzunehmen. Ich hoffe, das ist okay, ihr könnt mich gut verstehen und ihr nehmt es mir nicht böse. Denn ich wollte jetzt endlich die Interior-Reihe auf dem Blog starten. Wie ihr auch schon wahrscheinlich gesehen habt, habe ich viele Videos hier auf dem Kanal offline gestellt, weil ich einfach das Gefühl hatte, mich nicht mehr so damit identifizieren zu können mit dem Inhalt der Videos und würde den Kanal jetzt gern hier nutzen, um quasi dieses Interior-Projekt mit euch umzusetzen. Genau, und um euch jetzt mal so einen kleinen Überblick über das ganze Projekt zu geben. Wir werden in unser Townhouse ziehen und das Ganze läuft jetzt schon seit Dezember 2017, glaube ich. Also es sind 2,5 Jahre, in denen wir jetzt warten und nochmal warten. Aber jetzt hat das Warten bald ein Ende. Wir würden jetzt eigentlich schon drin wohnen. Der nächste Termin wäre jetzt nächsten Freitag gewesen. Heute ist Donnerstag. Und es zieht sich wahrscheinlich noch mal ein paar Tage. Aber ja, da werden wir euch auf jeden Fall mitnehmen. Die Küche ist jetzt auch schon drinnen. Und da habe ich euch die ganze Zeit mitgenommen beim Einbau. Die Arbeitsplatte kommt dann nächste Woche. Da werde ich euch auch noch mitnehmen und euch dann auch das Endresultat zeigen. Naja, jedenfalls ziehen wir in unser Townhouse. Das Haus hat 145 Quadratmeter circa, hat einen kleinen Balkon und einen kleinen Garten, Hinterhofgarten. Und ja, ist in Berlin. Und wir wollen euch auf diesem Kanal einfach so ein bisschen mitnehmen, von unserem Umzug bis hin dann zum späteren Haus und auch ein paar Do-it-yourself-Projekte mit euch umsetzen. Und genau, also könnt ihr euch auf Hauls, Makeover, Do-it-yourself-Projekte, könnt ihr euch alles freuen. Und natürlich auch ein paar Vlogs, hoffentlich. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt nicht böse, dass ich mich jetzt hier quasi so unprofessionell übers Handy gemeldet habe. Aber ich wollte das einfach irgendwie anfangen und so eine Einleitung geben, bevor ich jetzt mit den ganzen Sachen anfange und alles hier hochlade und ihr gar nicht wisst, warum die ganzen anderen Videos gelöscht sind oder warum jetzt auf einmal wieder so viel Content kommt. Und damit startet dieses Projekt, das wir The Townhouse Project genannt haben. Ich blende euch dann jetzt hier auch nochmal, während ich jetzt quasi rede, ein paar erste Bilder vom Haus ein, damit ihr schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen könnt. Es sind ein paar Zimmer, ich glaube es sind insgesamt 4 Zimmer. Genau, 4 Zimmer. Das Wohnzimmer, wir haben einen kleinen Kamin und ja, wir werden euch natürlich auch da mitnehmen. Und wir hoffen, dass ihr Bock drauf habt und dass ihr uns begleitet oder wir euch mitnehmen dürfen. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video und ich zeige euch nochmal kurz die Aussicht. Und genau. Bis dann. Ciao.